Nächster Redner ist der Verfassungssprecher der SPÖ, Peter Wittmann. Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus. Zunächst einmal, ich glaube, dass diese Enquete-Kommission eine sehr nachhaltig wirkende Kommission sein wird, weil sehr viele gute Ideen eingebracht wurden und wir auch schrittweise aus diesen Ideen schöpfen werden und auch umsetzen werden. Wenn jetzt hier beklagt wird, dass wir diesen Antrag nicht aufrechterhalten, dann muss man dazu sagen, dass dieser Antrag im Zuge der Begutachtung nicht sehr gut geheißen wurde und natürlich auch sich die Welt weiterdreht. Und man sagt, also wenn ich jetzt einen Antrag habe oder ein Volksbegehren habe und dann eine Volksbefragung anschließe und die nicht verpflichtend ist, da schüre ich ja noch dazu die Verdrossenheit, weil zuerst engagieren sich die Leute bei einem Volksbegehren, dann engagieren sich die Leute bei Volksbefragung und dann kann es passieren, dass trotzdem nichts herauskommt. Ob das das Gelbe vom Ei ist, wage ich zu bezweifeln. Zweite Geschichte ist, und das konnte bei dieser Enquete-Kommission nicht entkräftet werden, ist zu einem Zeitpunkt, und da hat sich wirklich viel mehr getan hier in Österreich, als wir erwartet haben, nämlich in der Praxis, zu einem Zeitpunkt, wo sich Milliardäre Parteien kaufen, würden wir ihnen noch den Automatismus eines Gesetzestextes über Volksabstimmungen erkaufen zu können, liefern. Das halte ich für eine Fehlentwicklung. Das halte ich für eine Fehlentwicklung. Weil wer kann kampanisieren? Es können die Medien kampanisieren oder jene Leute, die über das Kapital verfügen, Kampagnen zu fahren und durchzuführen. Das würde bedeuten, dass man jenen Leuten, die sich Parteien kaufen, auch noch die Möglichkeit einräumen würde, sich Gesetzestexte zu kaufen. Das halte ich für eine Fehlentwicklung. Das ist eine Fehlentwicklung. Und ich sehe auch, wenn in Ihrem Bericht immer wieder Kalifornien als Musterbeispiel genannt wird, es wird nicht erwähnt in Ihrem Bericht, dass jene direkt demokratischen Entscheidungen dazu geführt haben, dass Kalifornien am Rande des Bankrotts lebt, weil ja genau diese Befragungen dazu geführt hat, dass man die öffentlichen Gelder zurückgefahren ist und konnte sich dann jene Sachen nicht mehr leisten. Das sind alles Auswüchse, die man zu bedenken hat. Und das Dritte ist, in einer Situation wie jetzt, emotionale, aufgeladene Situation, wer würde die Minderheit vor der Mehrheit schützen? Zum Beispiel die Flüchtlinge vor einem Volksvotum. Temporär aufgeheizte Situation, die nicht auf Dauer besteht. Wer würde in der Lage sein, diese Minderheit zu schützen? Also man sollte sich diese Gedanken sehr wohl stellen, die hier Zweifel auch in der Enquete-Kommission genannt wurden und die nicht beseitigt werden konnten. Aber es gibt trotzdem auch positive Erkenntnisse aus dieser Enquete-Kommission. Wir werden eine Stärkung der demokratischen Instrumente auf Landes- und Stadtebene verfassungsmäßig die Tür öffnen. Wir werden versuchen, hier auch Best Practices uns anzuschauen. Es ist da sehr viel Erfindungsreichtum auch von den Ländern und von den Gemeinden, die hier ihre Vorträge gehalten, eingebracht worden. Und ich glaube, dass man diese Möglichkeit einräumen muss, weil man ja nicht auf die Bundesgesetzgebung wie Steuergesetzgebung und anderes eingreifen kann. Ich halte das für eine gute Möglichkeit, sich einmal hier anzuschauen, wie das funktioniert auf dieser Ebene. Ich glaube auch, dass es aus dieser Enquete-Kommission ableitbar ist, dass die Leute eher bei konkreten Gesetzesvorhaben im Vorfeld mitreden wollen, bevor ein Gesetzesentwurf überhaupt zustande kommt, dass man hier die Information erhält, wie es zu welchen Vorhaben es kommt, aber auch, dass man die wir jetzt ja in Verhandlung habende Amtsverschwiegenheit auflöst, um hier Transparenz, mehr Transparenz zu ermöglichen, dass die Bundesregierung Vorhabensberichte machen muss und dass vor Abstimmungen ein objektives Abstimmungsbüchlein, so wie in der Schweiz, eingeführt wird. Und ich halte diese Ableitungen aus der Enquete für sehr gut. Ich glaube auch, dass es
notwendig ist, eine Teilhabe des, am politischen Prozess vor der Gesetzeswerdung einzuführen. Das Crowdsourcing nach finnischem System halte ich für hervorragend. Ich glaube, dass das möglichst früh die Bürger abzuholen bei einem Problem, das brennend interessiert, das halte ich für ein sehr gutes Ergebnis dieser Enquete-Kommission. Und ich glaube auch, dass das eine wesentliche Aufwertung des Gesetzeswerdungsprozesses bedeutet. Es werden auch die direktdemokratischen Instrumente aufgewertet. Es soll in Zukunft jedes Volksbegehren, das mit mindestens 100.000 Stimmen unterstützt wurde, in mindestens zwei sogenannten Volksbegehrensitzungen behandelt werden hier im Parlament und thematisiert werden. Und in diesen Volksbegehrensitzungen sollen auch ein Rederecht im Plenum des Nationalrates für die einbringenden Personen für die Bevollmächtigten eingeräumt werden. Das heißt, es wird sehr wohl in diese Richtung etwas gehen. Die Kernfrage halte ich mit dem Antrag, der hier eingebracht wurde, für nicht gelöst. Und ich halte sogar diesen Antrag für kontraproduktiv. Im Grunde genommen sind jene Bedenken, die ich hier genannt habe, in der Enquete eher größer geworden wie kleiner. Es seien sehr viele gute Ideen eingebracht worden, lobt SPÖ-Verfassungssprecher Peter Wittmann die Arbeit der Enquete-Kommission. Die Kernfrage sei aber mit dem vorliegenden Antrag nicht gelöst worden.